Meine Fresse, ihr seid aber auch hier, Leute. Ist ja kaum zu glauben. Undercover-Polizisten, die rammen ihre Fahrzeuge aus dem Weg, das ist ihnen vollkommen egal. Die haben wohl zu viel Geld. Mist, 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 schnell wieder raus hier. Yeah, die haben wir sogar auch noch mitgenommen. Das macht richtig Spaß. Allerdings muss man auch ein wenig aufpassen. Oh Mann, was für ein Crash. Das war ja sowas von episch. Boah. Die Tür, die gerade da stand, haben wir auch noch mitgenommen. Das geht auch nicht. Wir wollen ja der Physik ein bisschen auf die Sprünge helfen. Oh, hallo. Kaputt? 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 Nee, schade. Weißt du was? Wir drehen einfach gleich wieder. So. Ah, schade, die Straßensperre haben sie aufgelöst. Sind auch schon alle weg, die Autos. Aber ich finde es ja richtig genial wieder. Ah ja, das geht übrigens auch. Im Rennen schon gezeigt. Yeah. Mann. Oh, da kam so einer von der Seite noch an. Okay. Ohohohoho. Jetzt wird es wieder interessant, definitiv. Ja, fahren wir mal weiter. Auto. Pam. Polizeiauto. Der wollen wir auf jeden Fall mitnehmen. Komm. Ah, da vorne ist noch ein Wagen. Bleib schön stehen, bleib schön stehen. So. Den haben wir zwar nur gestreift, aber was soll's. Okay, das war eine miese Idee. Wenn ich jetzt auf Stufe 4 oder so wäre, dann käme ich da gar nicht mehr raus. Immer aufpassen, wenn ihr in irgendwelche Engstellen reinfahrt. Es kann durchaus sein, dass ihr da nicht mehr rauskommt. Verstellen kommt momentan keine, weil einfach zu wenig, einfach zu viele Polizeiwagen gerade da sind. So, jetzt sind es nur noch drei. Und wir wollen mal die nächsten Fahrzeuge. Oh, 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 ja. Bam! Die haben wir voll mitgenommen. Nur leider ist er nicht kaputt. Ja! Stufe 3. Jetzt wird's interessant, aber definitiv, ey. Boah, 19 Polizeiwagen. Jetzt ist so diese Grenze erreicht. In der man wirklich, okay, das hier übrigens ist der neue Polizeiwagen der dritten Stufe. Jetzt ist die Zeit erreicht, wo man nicht mehr so leicht einfach so umdrehen kann, irgendwelche anderen Fahrzeuge schrotten kann. Die Zeit ist momentan erreicht. Oh, das ist jetzt interessant. Ein bisschen schwieriger. Allerdings, die Karre haben wir auf jeden Fall mitgenommen. Oh, danke für die Starthilfe. Nicht mehr lange. So, wir haben eigentlich die Meilensteine noch erreicht. Das wird definitiv sehr interessant werden gleich. Wow, 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 wow. Rhinos. Die sind vielleicht interessant, die Rhinos. Die sind richtig cool teilweise. Vor allem die dann von späteren Versionen. Pam! Den haben wir auf jeden Fall geschrottet. Gibt sogar extra Kopfgeld. Yeah. So muss das sein. So, theoretisch nach Vorwagen wieder. Oh. Er ist wohl gerade irgendwie mit einem anderen Polizeiwagen gecrashed, der schon da leicht angekratzt war. Oh, wollen wir ein bisschen Golf spielen? Und im Rückwärtsgang und pam! Blöder Rasen, komm, du schaffst nicht weg hier. Mensch, Mensch, Mensch. Oh, hallo!
bisschen Karussell spielen vielleicht. Eine Runde drehen auf dem Golfplatz. Oh, nicht schlecht. Der ist gut, der Mann. Zu schlecht, ja, viel zu schlecht. So, jetzt sind 15 Wagen im Einsatz. Straßensperre. So, da müssen wir auf jeden Fall wieder umdrehen. Da hat sich einer von der Formation gerade gelöst oder so. So, komm. Der ist noch nicht kaputt. Das habe ich selbst gemerkt. Oh, oh yeah. Da ist jemand tatsächlich noch reingefallen. Hat seinen eigenen Kameraden ausgeschaltet. Also so langsam wird es interessant, definitiv. Das Auto ist kaputt. Yeah, macht Spaß. Ich muss wirklich sagen, das macht Spaß. Definitiv. Boah, voll mitgenommen, ey. Nett. Aber auch mal ein Tipp für euch. Versucht das Auto immer hinten zu nehmen. Vorne ist der Motor und ist deshalb schlechter zu schieben oder zu zerstören auch. Also immer versuchen hinten zu nehmen. Oh, denke mir schön. Ach, schade. Hat nicht viel gebracht. Den können wir auf jeden Fall schön drehen und auch zerstören dann. Wenn wir den dann hinten anfahren auch. Ihr seid so genial. Ihr seid so unglaublich genial. Oh mein Gott. Stellen die da einmal eine Straßensperre in einem Gebiet, obwohl es sowieso nicht reinfahren kann. Oh, da sind ja nochmal zwei Leute. Hallo Freunde, wie geht's euch denn so? Oh, jetzt aufpassen. Genau deshalb. Immer aufpassen, wenn ich fahre. Mal gucken, wie viele da reinfahren. Zwei. Cool. Immer so berechenbar und vorhersehbar. Zack, auch noch mitgenommen. Randale! Noch ein Kombo-Bar. Schade, den können wir nicht drehen, aber eventuell können wir den. Ach, schade. Jetzt haben wir wenigstens noch gedreht. Der hat auch noch einen anderen mitgedreht. Schön. Pam! So, das kann schief enden, wenn man da auf Stufe 5 oder so ist. 75.000 Kopfgeld, das reicht noch nicht aus. Da ist ja noch einer. Hallo Kollege, wie geht's denn und so? Ich muss jetzt auch sagen, dass sie Oh, das war vielleicht knapp. Oh mein Gott. Diese Renos, also diese SUVs, die sind jetzt extrem schwer und die kannst du kaum im Stand bewegen. Hier vorne ist gerade übrigens einer von denen. Versucht immer auszuweichen. Es sei denn, eure Karre ist wirklich schnell und der Raum ist frei genug, sondern sie haben genug Platz. Wie hier einfach mal alle falsch fahren. Das sind so viele Leute, die fahren alle falsch. Mann! Na gut. Auf jeden Fall versucht immer auszuweichen. Es sei denn, eure Karre ist eben. Es sei denn, eure Karre ist eben relativ schwer oder schnell. Da könnt ihr es auch mal anders versuchen. Anderweitig.
Aha, auch so drehst du Mist. Was? Ich bewege mich doch. Mann. Also die Wisch, also Erwischanzeige geht weg, wenn ihr euch bewegt. Also vor diesem Minus immer ausweichen. Vor allem wenn ihr eben schlechtere Karre habt. Da muss ich extra viel Gas geben, weil da gerade zwei Autos hintereinander standen. Während da die Motorblöcke gewesen sind, wo ich entgegengefahren wäre, dann wäre die Wahrscheinlichkeit auch hoch gewesen, dass sie mich einfach gestoppt hätten. Oh. So. hat tatsächlich ein bisschen geblockt. Schön. So, in 30 Sekunden ist wieder Verstärkung. Ach, ich freue mich. Mann, da kann ich da so viel Kopfgeld rausholen momentan. Tja, da kann ich momentan so viel Kopfgeld rausholen, dass es für die nächsten zwei Blacklists auch noch reichen dürfte. Also Verfolgungsjagden dauern bei mir meistens auch länger. Wow! Was hat der da wieder gerade gemacht? Ist ja komisch. Okay, das war's. War so nicht hundertprozentig abge... Okay, ich bleib auch mal stehen. Scheiße. Mist! Ich hab gedacht, ich könnte jetzt entkommen, ey. Okay, ja, das war schon abzusehen. Da hat mich eine Polizeiauto noch gebremst. Na gut, ich werde jetzt versuchen, die, ich werde jetzt versuchen, hier die Verfolgungsjagd zu beenden. Und, was kommt nicht denn da die ganze Zeit? Was soll denn der Müll? Wenn mir jetzt Rhinos entgegenkommen, dann war's das, glaube ich. Da kann man sich relativ sicher sein. Da gibt es nicht mehr viel, was er hält. Oh, die fahren wir alle langsam durch. Ja, der schafft ein bisschen Geld. Oh, sogar zwei. Hm. Fahrzeugkontakt, das heißt, ich habe schon 58 Fahrzeuge erlebt. Okay, jetzt wollen wir alle platt machen hier. Zack. Na gut, zumindest ein paar, viele. Und das gab auch schon ordentlich Kopfgeld. Was ich noch sagen wollte, später gibt es auch noch hier Straßensperren. Hohoho, schön auseinandergenommen hier. Genau so. Straßensperren, die aus Rhinos bestehen, also hier am Schluss, also am Ende Rhinos haben, also links und rechts, quasi an den Flanken. Und, okay, jetzt muss ich die ausschalten. Jetzt erstmal nach rechts fahren und versuchen, da hinten links die hochzujagen. Beziehungsweise, mir loszuwerden.